Willkommen zu einem neuen Video. Heute packen wir von Pokémon 6 Booster Kampfstile in Englisch aus. Mal schauen, was wir hieraus ziehen werden. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. So, dann schauen wir mal, was wir aus diesen Boostern ziehen werden. Heute mal mit 6 englischen Boostern. Code wie immer für euch, viel Spaß damit. Vier. Wir beginnen mit der Unlichtenergie. Okay. Fan of Waves. Dottler. Double Blade. Electek. Psyau. Praktibalk. Gala. Fleckmon, Krebscore, Reverse Habitat mit einem sehr, sehr schönen Artwork und Elevoltaic in Rare. Booster Nummer 2, mal schauen, was wir hier rausziehen werden. Nur, dass die hier nicht abgewogen sind. Das wäre nämlich sehr, sehr schade. Wieder ein grüner Code. Bitteschön. 1, 2, 3, 4. Wir beginnen mit einer Wasserenergie. Ultigaria. In der Ende. Wortwort und Schilbert, Seper, Menki, Flunkiefer, Fomantis, Remoraid, Reverse Bronzong, sehr, sehr schön Reverse Holo, doch das Artwork ist mega schön und Lurantis. Okay, die Weiterentwicklung von Fomantis. Vier Booster haben wir noch. Mal schauen, was uns Booster Nummer 3 jetzt gibt. So, mal schauen, was wir hier rausziehen werden. Komm, eine gute Karte muss ich ziehen. Das war vorhin da drin und jetzt das. Okay. Das mit den Codekarten habe ich immer noch nicht verstanden. Hier einmal bitte der Code für euch, was die für eine Bedeutung haben. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was die Codekarten für eine Bedeutung haben. Wir beginnen mit einer Wasserenergie. Grumpig. Energy Recycler. Gudur, wieder ein Flunkiefer, Cherupi, Pachirisu, Palimpalim. Gramokles, eine schöne Reverse Holo von Gala Lashoking. Die letzte ist, oh mein Gott! Single Strike Urshifu V. Heftig, eine V-Karte, meine Güte. Ne. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, mega schöne V-Karte. Super schön. Auch schon der Effekt, einfach mega schön. Cool. Hätte ich nicht gedacht, dass ich die Karte hier rausziehe. Heftig. Centering sieht sehr gut aus, finde ich. Und auch hier auf der Seite. Vielleicht hier oben etwas dünner als unten.
Links und rechts eigentlich identisch fast. Mega schön, mega schön. Direkt Hülle. Einen Moment, Leute, ich hole mir kurz ein paar Hüllen wieder. Ich schicke sie mal kurz hier hin. Hier habe ich mir schon mal die Hüllen wieder parat gelegt und die V-Karte von Single Strike Yushifu wird direkt eingetütet. Mega schöne V-Karte. Super cool. Und auch die drei Reverse Holo packe ich jetzt auch schnell ein. So, drei Booster sind fertig. Drei Booster haben wir noch. Das ist die bisherige Ausbeute. Drei Reverse Holo und eine V-Karte. Mega schön. Super. Kann sich echt sehen lassen. So, dann machen wir dieses Pack auf. Mal schauen, was uns in Pack Nummer 4 erwartet. Ich hoffe, das Glück ist weiterhin auf unserer Seite. Ich würde mich mega über Despota freuen. Wenn wir das Despota ziehen würden, das wäre heftig. Einmal der Code für euch, viel Spaß damit. 2, 3, 4. Wir beginnen mit Unlichtenergie. Corinnas Fokus. Gargol. Mopeko. Sehr süßes Artwork. Mega sauer ist das Mopeko. Voldi. Kramurks. Molunk. Knofensa. Minfu. Reverse Grumpig. Und Gala Lashoking in Normal Rare. Okay. Wieder nur eine Reverse Holo. Wir haben noch zwei Booster. Wir nehmen das Booster. Booster Nummer 5. Mal schauen, was wir hier rausziehen werden. Der Code für euch, viel Spaß damit. Wir beginnen mit einer Stahlenergie. Pignite. Rapid Strike Scroll of Swirls. Buffland. Molunk. Rolikoli. Psiao. Shinux. Blickbug. Reverse Dottler. Und Victimi Remix, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, heftig, heftig, Victimi Remix, oh mein Gott, oh mein Gott, heftig, 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 nice, 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 Victimi Remix, yeah. Super Karte, die hat schon noch nicht. Super! Super! Direkt eintüten. Direkt eintüten. Mega schön. Mega cool. Heftig. Hätte ich nicht gedacht, dass ich die Karte heute noch ziehen werde. Victimi V-Max. Mega schön. Und Dottler. Ich dachte erst, okay, Dottler, hoffentlich kriegen wir doch noch einen guten Pool. Und dann kommt Victini V-Max. Mega schön. Das ist, glaube ich, meine zweite V-Max. Wenn ich mich richtig erinnere. Die erste V-Max war ja, Die erste V-Max, die ich gezogen habe, war. Wie hieß sie? Ich habe mich vertan.
Mimiku V war keine VMAX, sondern eine V. Mit Victini VMAX habe ich wirklich meine allererste VMAX-Karte gezogen. Heftig. Mega schön einfach. Super. Ich bin mega glücklich bisher. Super schön. Damit habe ich wirklich schon zwei sehr gute Karten gezogen. Mit ihm und ihr hier. Mit Single Strike Urshifu in V und Victini VMAX. Einfach zwei sehr, sehr schöne Karten. Super. Und wir haben noch ein Pack. Mal schauen, was uns das letzte Pack so schenkt. Wie gesagt, ich würde mich mega über einen Despotar freuen. Mal schauen, ob uns die Let's Pack Magic das Despotar gibt. Despotar, ich will dich in mein Team. So, letztes Pack. Mal schauen, was wir hier rausziehen werden. Okay, der Code sieht gut aus. 1, 2, 3, 4. Wir beginnen mit einer Pflanzenenergie. Okay. Escape Rope. Tower of Waters. Luxio. Psiao wieder. Blickbook. Silicobra. Unduster, Schlurp, Reverse Escape Rope, okay, und die letzte Karte ist eine V, es ist Rapid Strike Urshifu V, aber die andere V-Karte. Wir haben hier Single Strike und jetzt haben wir Rapid Strike gezogen. Oh mein Gott. Ja. Yes. Eine neue Karte in meiner Sammlung. Cool. Juhu. Mega. Mega. Och du meine Güte, ne. Wir haben Rapid Strike Urshifu V. Wir haben Single Strike Urshifu V. Und wir haben Victini VMAX gezogen. Dieses Opening, mega coole Pools, mega coole Karten gezogen. Drei sau coole Karten gezogen, die ich in meiner Sammlung noch nicht hatte. Mega schön. Das Opening kann sich echt sehen lassen. Heftig. Heftig. Einfach nur heftig. Mega cool. Mega cool. Oh Mann, Leute. Ich hoffe sehr, euch hat dieses kleine, chaotische Opening gefallen. Würde ich mich mega freuen, falls ihr dem Video ein Like gebt. Schreibt mir gerne auch einen Kommentar, würde mich auch mega darüber freuen. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn gerne. Der erste Link in der Beschreibung führt euch zu meinem Twitch-Channel. Würde mich mega freuen, wenn ihr den auch mal abchecken würdet. Dort streame ich jetzt wieder regelmäßig. Und falls ihr mal live dabei sein wollt, wenn ich auch mal da ein Display öffne, würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer GeekGamer90. Ciao, ciao, Leute. Ich bin für heute erstmal raus. Ciao, ciao, Leute. Ciao, ciao. Bye, bye.